begrüße euch herzlich willkommen zu den Whisky Gold Nachrichten im Oktober 2021. Ja, ich habe das ein bisschen schluren lassen, aber es gibt ja nicht nur Whisky im Leben, es gibt auch wichtigere Sachen. Bier zum Beispiel. Vorab einen ganz tollen lieben Dank an einen wundervollen Menschen, der mir ein Whisky-Stein hier geschenkt hat. Wundervoller Mensch, fühle ich ganz doll gedrückt. Vielleicht siehst du das ja, du wirst es bestimmt sehen, da glaube ich dran. Ein Whisky-Stein, wirf ihn in die Luft, fällt er zu Boden, ist es Zeit, einen Whisky zu trinken. Ich werfe ihn jetzt einfach mal nicht in die Luft, denn ich will heute nicht trinken. Heute gibt es Nachrichten. So, fangen wir mal an. Kurz, knackig, ich hoffe, ich bin in 5 Minuten durch. Springbank. Keine Umverpackung mehr. Nehmen Sie aus dem Sortiment und zwar ab sofort. Ja, Umwelt, Klima und so weiter will man damit schützen. Wobei bei Springbank, das war eh nur so ein bisschen Pappe. Das war nicht viel. Aber gut, wenn die da mit anfangen, wieso nicht? Kann man machen. Ich glaube, dann werden die Flaschen, die Umverpackung haben, mittlerweile, dann werden sie im Sammlerwert wahrscheinlich, denke ich mal, steigen. Ich meine, ohne Umverpackung ist etwas doof. Macht bei Springbank immer nicht viel her. Die sehen wirklich nicht gut aus. Aber so ganz ohne ist auch irgendwie komisch. Deswegen denke ich, die sich jetzt noch ein paar zur Seite legen, kann man bestimmt irgendwie so einen kleinen Sammlerwert erwarten. Könnte ich mir vorstellen. Also, ne, das ist ja alles möglich heutzutage. Ja, des Weiteren will man statt Diesel Flüssiggas jetzt benutzen in der Distille. Wieso das? Weiß ich nicht. Aber gut, kann man machen. Ich meine, Diesel ist doch gar nicht so verkehrt. Ne? Hat man uns doch angepriesen so viele Jahre. Aber mit dem Thema fange ich ja nicht an. So. Und ja, alles wollen die nicht verändern, weil der Destillencharakter einfach noch erhalten bleiben soll, was der Familie Mitchell wichtig ist. So, Diageo Special Releases 2021 sind draußen. 8 Malts, Preissegment, Alter von 8 bis 26 Jahre, kommen jetzt Herbst 21 auf den Markt, sollten in 2-3 Wochen erscheinen. Ja, Preisspanne wird so 100 bis 250 Euro sein, bei den Abfüllungen diesmal nicht ganz so extrem. Wobei ich sagen muss, so ein Lagerwohl in 12 Jahren, 140, 150 Euro, hat schon ordentlich im Preis angezogen. Ne? Also da bin ich persönlich auch schon raus, tut mir leid. Obwohl ich den super geil finde, werde ich mir nicht mehr zulegen. Das ist einfach zu doll. Und der Lagerwohl in 26 Jahren, der da kommt, soll an die 2000 Euro kosten. Wer hat, der kann. Ja. Schaut einfach mal, was da auf den Markt kommt. Wer das Bild coole über hat, der kann da gerne reingehen. Korea bringt einen Single Malt Whisky, und zwar ihren ersten, bin ich der Meinung. Ein Jahr und nennt sich schon Single Malt. Ja, in Korea ist es möglich. Vielleicht sind sie nicht so versteift, vielleicht machen sie einfach, was sie wollen, aber sie machen es einfach. 2020 hat die Brennerei mit der Produktion gestartet. Und wenn der erste dreijährige Single Malt mal offen abgefüllt worden ist, dann sollen diese Abfüllungen wohl auch nach Europa kommen. Q1. Soll das Ganze heißen? Ich denke mal, dass man so Beispiel oder Kione heißt so viel wie Anfang oder ein Anfang oder Wünschen. Ein neuer Bolvini, das finde ich wieder sehr interessant. Es gab einen 14-jährigen Pete of the Week of Pete. Jetzt kommt ein 17-jähriger The Week of Pete, wird aber exklusiv nur auf der Seite von William Grant & Sons verfügbar sein. Ich weiß nicht, ob man die dann direkt hier rüber ordern kann. Da gibt es ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit Zoll jetzt mittlerweile und so weiter. Auf jeden Fall wird er dort gelistet sein. Müsst ihr einfach mal schauen. 49,4% ist Getorf und Bolvini arbeitet eine Woche im Jahr mit getorfter Gerste. Den 14 davon ist gar nicht so doof. Kann man mal machen. Kam 2019 auf den Markt. Ca. 135 Euro. Boah. Die Asche, aber nun, so ist das. Fast 22, ne, haben wir. So, und Insel Eila. 1.10. in Deutschland erhältlich, also schon auf dem Markt, 3 neue Octomores. 12.1, 12.2, 12.3. Das ist die 12. Edition. Alle mit 5 Jahren, limitiert, in Fassstärke, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. So, zum ersten. 130,8 ppm, First Fill, amerikanische Bourbonfässer, 59,9 Volumenprozent, das soll 140 Euro kosten. Ja, relativ klassisch, finde ich nichts Spannendes, nichts Weltbewegendes, die schmecken meistens in der Regel ganz gut.
Der zweite, auch mit Concerto-Gerste, 129,7 ppm, 57,3 Volumenprozente. 50% sind in First Fill amerikanischen Bourbonfässern und 50% in französischen First Fill Sauternes-Fässern. Und das ist dann ein Wetting. 160 Euro soll das kosten. Also 50-50 Fässer, vermehlt, fertig aus. Und der dritte mit 118,1 ppm. Ja, hier finde ich schön, beim Octomore, die haben es endlich begriffen und gelassen mit diesen 300 ppm, 280 ppm und so weiter. Das bringt doch nichts. Das kannst du eh nicht mehr riechen und schmecken. Also, das reicht völlig aus. Ja, 75% vom New Make ist in First Fill amerikanischer Eiche, Bourbonfässer. Und 25% in First Fill PX Sherry Fässern aus der Bodega Fernando de Castilla. Ja, 5 Jährchen hat er auch, 62,1 Volumenprozente, satte 190 Euro. Ja, das war's. 5 Stück reichen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit den Whisky-Nachrichten. Ich versuche mich ranzuhalten, das letzte Mal war wie gesagt im April. Aber man muss ja auch mal trinken, ne? Ja. Gut, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, macht's gut und tschüss.